Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge XCOM UFO Defense. Ja, dann schauen wir mal. Wir machen hier erstmal die Rauchgranate scharf. Und werfen sie wie gehabt. Wieso kannst du da bitte nicht hinwerfen? Die Rauchgranate erstmal raus. So, gut, wir haben hier Ackerland. Das ist schon mal gut. Eine schön freie Sicht. Vom UFO ist weit und breit noch nichts zu sehen. Und Tatsache, es ist ein dreistöckiges Teil. Ich bin ja mal gespannt. Wait, du kannst auf jeden Fall schon mal hier ein Loch in die Ecke schießen. Dann sehen wir schon mal ein bisschen mehr. Das ist, denke ich mal, soweit ganz gut. Dann haben wir uns hier auch einen Weg rein verschafft, weil der einzige Weg, der existieren würde, wäre hier unten lang. Und das ist doch ein bisschen weit. Deswegen geht Bruce Banner. Noch ein Stück weiter. Okay. Ich nehme mal an, da wird der Eingang auf der linken Seite sein. Aber ich bin mir absolut nicht sicher, weil ich, wie gesagt, glaube, so ein UFO noch nie gespielt zu haben. Oder ich könnte mich zumindest nicht dran erinnern. Dann kannst du einen Schritt nach vorne in die Hocke gehen. Die Scheune mit dem Boden. Oder soweit nichts zu sehen. Wir sollten... Ah, das hier hinten ist auch eine Scheune. Das konnte ich von hinten jetzt halt nicht genau erkennen, ob das eine Scheune oder ein Wohnhaus ist. Dann würde ich mal sagen, check Mulligan. Du darfst mal hier hingehen. Und dir auch mal einen Weg ins Haus schneiden. Dann können wir das auch gleich mal von der Agenda abhaken. Gut, hier brauchen wir nicht großartig raufgehen. Das heißt, Nathan Zachary darf hiermit nachrücken. Natascha. Dürfen sich auch ein bisschen um den Skywalker rumwagen. Ja, da sieht man halt echt wieder, wie praktisch der Ausstieg mit einem... Oh, jetzt habe ich den Namen von dem Teil schon wieder vergessen. Von... Ja, auf jeden Fall von unserem UFO ist. Von unserem Transport-UFO. Mir fällt es gerade echt nicht ein. So, mit euch rücke ich einfach nur mal nach vorne. Dass ich euch gleich im Zugriff habe. Und dann dürfen die Aliens mal zeigen. Ach, ich habe mich einen kleinen Moment erschreckt, bis ich mich daran erinnert habe, das ist meine Rauchgranate.
jetzt wird auf jeden Fall ein UFO herumgerannt. Aber zu sehen ist immer noch nichts. Und ich weiß auch nicht. Schaut es so aus, als wäre das zweistöckig? Das ist ja an sich eigentlich echt. Also, das scheint, dass die mittlere Etage zweistöckig ist. Stellenweise zumindest. Kann man ja immer an diesen gestrichelten Kästchen darunter sehen. Also, wenn ich irgendwo keinen Boden drunter habe, dann sieht man hier die gestrichelten Linien. Wenn ich einen Boden drunter habe, dann sehe ich es nicht. Und man kann hier so ein bisschen reinlunzen hier schon mal. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass ich mich hier schon mal ein bisschen vorbereiten kann, dass ich vielleicht doch nur so zweieinhalb Ebenen absichern muss. Und da sehen wir unseren ersten Alien. Und es ist ein Treiber, ein Floater. Und der schwebt tatsächlich auch. Okay. Dann würde ich mal sagen, holen wir die mal mit einem Schnellschuss hier eben runter. Oder auch nicht. Wait. Guck mal noch ein bisschen auf. Du siehst ihn auf jeden Fall auch. Wie viel Zeiteinheiten? Du brauchst 21 Zeiteinheiten für einen Schnellschuss. Dann kannst du mal in die Hocke gehen. Dann erhöht sich ein bisschen deine Treffergenauigkeit. Und du hast natürlich immer noch Schusslinie. Der war haarscharf. Und der schaut gut aus und... Jawoll! Okay, das heißt aber auch, wenn das hier zweistöckig ist und es wie es mit Floatern oder Treibern zu tun haben. Ich mag immer noch das Wort Treiber, das klingt irgendwie... eher in Richtung Software gehend. Dann müssen wir auch damit rechnen, dass die in diesem in diesem hohen Raum einfach mal in der Ebene weiter oben sind. Und guck mal einer Schau. Das Problem an der Geschichte ist jetzt aber gerade, dass ich mit Bruce Banner nicht in die Hocke gehen kann. Wage ich es 58%. Geht's dir gut, Bruce? Ist gut, es ging auf die Energie. Das heißt, ich habe ihn definitiv getroffen. Aber zum Glück nicht großartig verwundet. Das war seit langem das erste Mal, dass ich hier Teambeschuss wirklich hatte. Kannst du mal kurz hier hingucken? Siehst du nicht genügend Zeiteinheiten für einen Autoschuss? Das macht nichts. Okay, es reicht nicht, um dahin zu gucken. Das sollte jetzt aber mit einer Tasche erledigt sein. Okay, hier oben ist auf jeden Fall nichts mehr. Natascha, guck mal in die Richtung. So, Vermilion ist auch durch. Nathan. Siehst du den? Keine Visierlinie. Das könnte ich aber unter Umständen nochmal versuchen. Wenn ich hier eine schöne Diagonale bilde. Funktioniert das? Können auf jeden Fall schon mal schießen und na, der geht voll daneben. Aber es war ein Versuch wert. Es war definitiv ein Versuch wert.
der Schuss bitte hin? Na, ich frag nicht. Ja, ich weiß, dass du ihn siehst. Aber ich kann da leider gerade nichts dran ändern. Ich werde diese Runde nicht auf ihn schießen können. Nicht kein weiteres Mal. Da fehlen einfach die Zeiteinheiten. Aber selbst wenn ich irgendwie sowas wie eine Granate hätte. Selbst wenn ich sowas wie eine Granate hätte, dann müsste ich die ja erstmal ausrüsten, scharf machen, dann in Position gehen, dass ich überhaupt werfen kann und dann dürfte ich nicht mehr genügend Zeiteinheiten haben. Können wir einfach mal gucken. Ja gut, ich habe hier keine Granaten da. Damit hätte sich das Thema sowieso schon mal erledigt. Schießen. Ich kann es zumindest mal probieren. Ja, Mann! Rudi, du bist ein echt geiler Typ. Das stimmt, ich wollte eigentlich auch in die Scheune rein. Das hatte ich ja total vergessen. Okay, Scheune wäre schon mal gesichert. Und dann durften die Aliens wieder. Hätte nicht gedacht, dass ich den Typen noch in dieser Runde erschieß. Ganz ehrlich. Das habe ich nicht erwartet. Gut, dieses Mal ist es ja auch ein abgeschossenes UFO. Das heißt, es können durchaus schon Beschädigungen existieren. Und vor allem ist es ja auch möglich, dass schon Aliens gestorben sind. Aber mich interessiert trotzdem, wie dieses UFO von innen ausschaut. Denn das schadet generell nichts, sich um die Architektur feindlicher Flugobjekte so ein bisschen auszukennen. Ihr stellt euch mal im Gänsemarsch dahin. Aber warte mal, du kannst doch bestimmt noch einen Schritt weiter. Ja, sag ich doch. Sag ich doch, der... Nein, nein, nein! Ja, dann mach wenigstens den Weg frei. Dann, mein Freund, mach wenigstens den Weg frei. So, schon mal so nah wie möglich ran, dass im nächsten Zug wie möglich durch diese Hecke durchgehen können, durch diesen Bottleneck. Durch diesen Flaschenhals. Das finde ich doch sehr praktisch, wenn das passieren könnte. Okay, wir haben hier gesehen, dass oben nichts mehr ist. Die Scheune. Schnell
Pfeilschuss. Ist, würde ich mal sagen, leer. Da hinten ist ein Zaun. Wer baut denn da hinten einen Zaun hin? Das ist doch schwachsinnig. Wer macht denn sowas? Ja, trotzdem mal hinterher. Dann können wir vielleicht von zwei Richtungen an das Ufer ran. Weil es scheint hier ja ums UFO auch wieder nicht sonderlich viel zu geben. Zumindest nicht so viel, was ich schon entdeckt hätte. Hier oben gibt es noch einen Haufen unerkundete Fleckchen. Es scheint nicht weiter was da zu sein. Schau mal auf die Karte. Hier hinten scheint die Karte auch zu Ende zu sein. Das heißt, es dürfte der eine hier oben reichen, um den Bereich nochmal abzudecken. Wie weit es hinter dem Ufer noch weitergeht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ich schätze mal, die Hälfte der Karte haben wir auf jeden Fall schon mal erledigt. Und nein, hier unten ist der Eingang. Also das schaut mir ziemlich verdächtig nach Eingang aus. Naja gut, ich habe jetzt halt hier oben 6 Leute. Das sind schon ein paar, ne? Stefan Krause. Du bist hier auch mit dabei. Alles klar. Aliens, macht was. Tut was, überrascht mich. Nee, bitte überrascht mich nicht. Bitte nicht. Helga. Okay, das ist doch schon mal ganz gut. Da haben wir hinten fast alles aufgedeckt. Bruce, du darfst weiter in Richtung... Oh, wir haben... Großteil der Karte aufgedeckt, würde ich mal behaupten. Das ist schön. Das finde ich gut. Ach, zieht auch gleich nach. Schaut sich hier nochmal kurz um und dann auch nach vorne durch. Wunderbar. Schön ein bisschen auffächern, dass nicht ein Alien auf die Idee kommt, da noch eine Granate hinzuschmeißen oder irgendwas. Dass wir nicht so einen großen Explosionsradius abkriegen. Da sehen wir wieder einen. Der befindet sich aber noch im Schatten. Wo bist du denn? Oder ist wieder so ein geiles Versteck? Hier befindest du dich. Ungesehen erschossen. Ein richtiger kleiner Scharfschütze, Nathan, hier. Ich bin ja beeindruckt. Ich bin definitiv beeindruckt. Jetzt hätte ich ihn auch gesehen.
Aber Nathan hat sich ja schon gekümmert. Gut, hier hinten ist auch nichts los. Dann gehen wir hier einfach noch weiter nach vorne. Weißt du was, du darfst auch mit hier runter. Da oben sind für meinen Geschmack ein bisschen viele Leute. Und dadurch, dass ich noch nicht weiß, was es mit dem UFO da unten auf sich hat, wie das genau ausschaut, möchte ich hier unten lieber ein paar Leute mehr haben. So eine Todesfalle wird es schon nicht werden, sagt er blauäugig. Gut, aber ich würde mal sagen, das soll es schon wieder für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Und sag einfach bis dahin und ciao.